Am Wort ist Diplom-Ingenieur Georg Strasser, bitte Herr Abgeordneter. Geschätzter Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der Teil, den wir heute besprechen, das hat etwas mit Agrarforschung zu tun. Und der erste Baustein, der ist sozusagen in den letzten Budgetverhandlungen gesetzt worden, das waren die 35 Millionen Aufstockung des Budgets, danke Herr Bundesminister, im Bereich der Agrarforschung. Und das war Teil des Impulsprogramms. Was ist da involviert? Das ist eine Forschungsangelegenheit, Ammoniakreduktion, das ist Nitrateintrag, das sind erosionsschützende Maßnahmen, das sind Tierwohlprojekte, das sind Biodiversitätsprojekte. Und ich bin dankbar als praktizierender Bauer für jedes Forschungsergebnis, das in dem Bereich gemacht wird, weil wir brauchen diese Forschungsergebnisse wie einen Bissen Brot, weil sie uns helfen, zum einen Umweltnormen und Klimaschutzanforderungen zu erfüllen, und das ist ein Gebot der Stunde, und es hilft uns sozusagen effizienter zu wirtschaften, weil jedes Kilo Handelsdünger, das man weniger einbringt, ist auch sozusagen mit einem Optimum eingesetzt ein Beitrag für eine gute betriebswirtschaftliche Situation. Und darum ist es wichtig, dass wir im Bereich Agrarforschung Fortschritte machen. Und es gibt jetzt schon zwei Institute, weil der Kollege Keck erwähnt hat, sozusagen, was wird das jetzt für ein Teufelswerk, diese Konstruktion. Also ich bitte einfach schon mal um einen gewissen Respekt. Das haben redliche Beamte, Damen und Herren, entwickelt, dieses Projekt. Und es gibt zwei Forschungsinstitutionen, die jetzt schon in den Genuss kommen, sozusagen Drittmittel zu empfangen aus österreichischen Töpfen und auch aus europäischen Töpfen, Herr Kollege Keck. Und das ist das Francisco-Josephinum. Ja, zuhören bitte. Das ist das Francisco-Josephinum und das ist auch die Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein. Und ich bedanke mich bei beiden Institutionen und bei beiden Institutionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die tolle Arbeit, die hier über Jahre geleistet wurde. Herzlichen Dank. Und jetzt kommen zwei Institutionen, und ich komme jetzt gleich zu den Institutsleitern, die auch im Raum sind, Kollege Keck. Vielleicht können wir dann nachher sozusagen im Off ein paar Themen besprechen, wie das dann in der Praxis wirklich abläuft. Zwei zusätzliche Institute kommen in den Genuss, dass sie so ein Drittmittel aus Österreich und auch aus Europa abholen können. Und ich darf herzlich begrüßen den Diplom-Ingenieur Dr. Peter Strauß, der das Bundesamt für Wasserwirtschaft leitet. Herzlich willkommen und ein Forschungsprojekt vorstellen, wo Erosionsschutz im Ackerbau mit dem Fokus Erdäpfelanbau gemacht wurde. Und was war die Konsequenz dieser Ergebnisse? Dass im Öpul eine Förderbedingung Erosionsschutz Acker mit der Facette Anhäufung bei Kartoffeln initiiert wurde. Und so, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der grünen Fraktion, so stelle ich mir Ökologisierung vor. Anreiz, ich erkläre es gerade. Forschungsergebnisse, Bäuerinnen und Bauern einbinden, Programme schaffen, wo man freiwillig mitmacht, und dann sozusagen die Hektar zählen, die in Österreich mehr werden. Ein Erfolgsprojekt. Vielen Dank an das Institut. Und der zweite Bereich, das ist die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen. Und da darf ich begrüßen den Herrn Diplom-Ingenieur Magister Dr. Martin Schönhardt und darf aus den Forschungsagenten dieses Instituts berichten, aktuelle und zukunftsweisende Themen der Agrarpolitik, der Ernährungswirtschaft, des landwirtschaftlichen Betriebes und des ländlichen Raumes sowie der Berggebiete. Und ich darf mich da nicht nur für die Erstellung des grünen Berichts herzlich bedanken, sondern auch für ein Forschungsprojekt mit dem Titel GreenNet. Grünland wird nicht nur als Futtergewelle geschätzt. Es ist auch Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tierarten und wegen seines ästhetischen und kulturellen Wertes geschätzt. Und man schaut, dass man sozusagen
die Interessen der Natur, die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten und die Interessen der Bäuerinnen und Bauern in einem Forschungsprojekt abdeckt, Programme macht, Anreizsysteme schafft und dann sozusagen etwas weiterbringt. Weil letztendlich ist dieser Beitrag der Agrarforschung nicht nur ein Gewinn für Bäuerinnen und Bauern, sondern es ist auch ein Gewinn für die Bevölkerung und für die Konsumentinnen und Konsumenten. Weil über diese Forschungsergebnisse heimische Lebensmittel, Rohstoffe und Energie gesichert werden und wir weiter auch in einem der schönsten Länder der Welt leben können, mit einer sauberen Luft, einem sauberen Wasser und mit einer wunderschönen Landschaft. Ein herzliches Dankeschön an die Bäuerinnen und Bauern, die sind da ein Garant dafür. Und abschließend ein Satz noch zu Frau Kollegin Tomaselli und den Verletzten. Na, schaut, wir können ja normal miteinander reden, ohne dass wir uns einfach nur normal reden. Es wurden drei Themen. Frau Kollegin Tomaselli, ist Ihnen wurscht, was ich sage? Na gut, danke, das freut mich. Sie haben die These aufgestellt, wer für Resi ist, kann nicht gegen die Renaturierung sein. Und jetzt sage ich Ihnen drei Facetten, wo die Spielregeln verletzt wurden. Erstens, Resi, Dialog. Renaturierung, kein Dialog. Vielleicht in der Zukunft. Zweitens, Freiwilligkeit. Resi, freiwillig. In der Renaturierung verpflichtende Ziele. Und drittens, die Finanzierung. Bei dem Resi-Beschluss alles klar in der Finanzierung und kein Mensch weiß, wer die Renaturierung zahlen wird. Soweit zu Ihren Ausführungen und aus dem Grund unsere Skepsis zu diesem Projekt.